Hallo, mein Name ist Raimund. Ich bin Wikipedia-Autor und Fotograf. Ich möchte dir heute gerne zeigen, wie du schnell und unkompliziert Bilder und Videos hochladen kannst und in einen Wikipedia-Artikel einbinden kannst. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel über ein Gebäude schreibe, dann kann ich es natürlich ausführlich beschreiben. Ein Bild sagt jedoch tausendmal mehr. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich gute Fotos mache. Wie das Hochladen funktioniert, das zeige ich dir jetzt, denn es ist zum Glück ganz einfach. Wenn du also in der Wikipedia ein Bild einfügen möchtest, kannst du entweder ein Bild auf Wikimedia Commons suchen oder ein eigenes hochladen. Ich zeige dir jetzt aber erstmal, wie du ein eigenes Bild auf deiner Benutzerseite einbauen kannst. Dazu klicke ich auf Bearbeiten, dann auf Einfügen. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte ein Medium einbinden. Da ich aus Köln komme, möchte ich ein Köln-Foto zeigen und suche ein Bild, das eben Köln zeigt. Ich bekomme verschiedene zur Auswahl und suche jetzt ein schönes Panoramabild. Nehmen wir das hier. Das habe ich ausgewählt, möchte also dieses Bild verwenden. Ich beschreibe das Bild jetzt noch. Panorama von Köln, aufgenommen vom Köln-Triangel. Über erweiterte Einstellungen kann ich jetzt noch die Position bestimmen, links, Mitte oder rechts, Vorschau oder rahmenlos. Aber der Standard ist eigentlich in Wikipedia-Artikel, dass man das Bild rechts, was auch hier schon ausgewählt ist, einbindet. Auch die Standardgröße ist immer gut. Ausnahmen sollte man sich gut überlegen. So. Das Bild wird also hier angezeigt. Ich bin damit zufrieden und klicke auf Änderung speichern. Ergänze noch kurz die Zusammenfassung, Bild hinzugefügt und klicke auf Speichern. So, das war's. Wenn du kein passendes Bild gefunden hast, so kannst du natürlich auch selber ein Bild hochladen. Das Bild muss jedoch in der Regel von dir selber sein, denn Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Bilder stehen unter der Creative Commons Lizenz und können dadurch von jedermann verwendet werden. Die Nennung von Autor, also Fotograf und der Lizenz ist jedoch zwingend notwendig. Ich zeige dir nun, wie du ein Bild selber hochladen kannst. Dazu habe ich schon den Artikel Köln aufgerufen. Klicke nun auf Bearbeiten. Anschließend klicke ich auf Einfügen, Medien. Und da ich kein passendes Bild gefunden habe, sondern ein eigenes hochladen möchte, klicke ich auf Hochladen, wähle auf meinem Computer die Datei aus und bestätige, dass dies meine eigene Datei ist. Ich sehe das Vorschaubild, bin sicher, dass das richtige Bild ist und klicke dann auf Hochladen. Hier kann ich noch den Dateinamen korrigieren und nenne das Ganze Köln, Kolonius und Köln, Turm in Ehrenfeld. Ich ergänze dann noch eine Beschreibung, um das Bild genauer zu beschriften, wähle eine Kategorie aus. Kölnturm Kolonius. Das Datum übernehme ich und sage nun Speichern. Auch hier kann ich wieder bestätigen, dass das Bild verwendet werden soll. Und für den Artikel selber gebe ich noch eine Beschreibung ein. Hier übernehme ich wieder die Beschreibung, die ich auch für das Hochladen verwendet habe. Erweiterte Einstellungen rechts bleibt bestehen, auch die Standardgröße bleibt bestehen und ich füge das Bild ein. Wenn ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, klicke ich auf Änderung speichern und speichere. Siehst du, war doch ganz einfach. Probier einfach mal auf deiner Benutzerseite damit herum. Du kannst Bilder einbauen, du kannst sie verschieben, du kannst sie verändern, einfach herumspielen, du kannst nichts kaputt machen, dir kann keiner reinreden. Mach einfach, macht Spaß und dann tobe dich in den Artikeln aus.